Oh, Redo, Redo. Entschuldigung, ich kenne den nur schon. Einen schönen Tag wünsche ich. Kann ich irgendwie behilflich sein? Ist euch mal aufgefallen, dass also irgendjemand beim Charakterdesign hat mörderisch abgefuckt und hat irgendwie die Hände so riesig gemacht wie der ganze Kopf? Also ich sehe ja ein, dass eine Hand so lang ist wie das Gesicht, aber wenn die Hand von der Größe her und Länge her mit dem Kopf so weit konkurriert, dass sogar der Bart hier, wenn man den mitrechnet, ist die Hand immer noch größer, dann stimmt irgendwas nicht. Ich mag aber die Kleider und so weiter. Das ist sehr schön. Einen schönen Tag. Könnt ihr mir ein paar Fragen beantworten? Nur nicht so förmlich. Ich bin ein einfacher Krambold und das höfische Geschwätz liegt mir nicht so. Weil ich sie gesagt habe, was zum Teufel, ihr Junge. Wirklich, Grundschule, bitte. Krambold, da pflegt ihr eine seltsame Profession. Kannst ruhig Bredus zu mir sagen. Ja, ich bin halt ein Krambold oder ein Kiepenkerl, ganz so, wie du mich nennen willst. Ich wandere von Ortshaft zu Ortshaft und verkaufe, was ich so hab. Sehr interessant, Bredo. Ich heiße Seboram, Sohn des Auram. Und zwischen meinem Namen und dem Komma ist eine Leerstelle zu viel. Das ist wichtig, das muss man hören, okay? Womit handelst du? Ach, mit allem, was die Region zu bieten hat und auch Kram von anderswo, hatte ich nun in meine Kiepe gemogelt. Ich stehle. Kiepe? Was bei Hesinde ist denn eine Kiepe? Ich bin ein Zwerg und nicht mit euren seltsamen menschlichen Gewohnheiten vertraut. Das Holzgestell mit den Beuteln auf meinem Buckel, das ist eine Kiepe. Da drin ist der Kram, den ich verkaufe. Apostroph. Ich komme so an die Örtchen, die du mit Apostroph einem Wagen gar nicht aufsuchen kannst. Das hört sich spannend an, erzähl doch bitte mehr. Ich leg mich nur hier hin und mach die Augen zu. Damit drücken wir Zwerge höchste Konzentration aus. Ich erzähle dir die Geschichte vom alten Wilbur Sumpf. Da weißt du am besten, wie wir Krambolde so sind. Ich bin ganz Ohr, also am Boden. Der alte Sumpfflug saß einmal am Wegesrand, den Rücken am Stamm einer alten Rotbuche gelehnt, die schwere Kiepe neben sich, ein Pfeiltrinks mauchend und von seiner Wanderschaft ausruhend. Da kam ein Wagen herangerasselt, auf dem saß ein Krämer mit breitem Hute, doch kümmerlichem Barte. Die Sorte Händler kenne ich. Was? Was? Ja, diese Sorte Händler, die keinen richtigen Bart haben. Eine Schande für die Zunft. Na gut, weiter. Geht's dort lang gen Groenhaag? Fragte der Krämer. Wilbur maß ihn und sein Gefährt mit einem langen Blick und schüttelte plötzlich den Kopf. Der Krämer stutzte. Er stutzte, wendete aber dann seinen Wagen und fuhr zurück zum letzten Kreuzweg. Dort traf er ein altes Mütterchen. Gute Frau, sprach der Krämer, welches ist der Weg nach Groenhaag? Und ich bin mit Feuer und Flamme dabei. Nun, da wies ihm die Alte just den Weg, den er soeben gekommen war. Seid ihr euch ganz sicher? Fragte der Krämer, doch das Mütterchen zaute ihn aus ihrem runzligen Gesicht an und krächzte mit beinahe zahnlosem Mund. Gewiss doch! 76 Jahre lebe ich hier und immer ging's da nach Groenhaag und so wird in 100 Jahren noch sein. Groenhaag gibt's jetzt nicht mehr. Der alte Sumpfflog ist wohl ein tüchtiger Geschäftsmann, den Händler in die falsche Richtung zu schicken. Warum? Wartet ab, da wendete der Krämer nämlich abermals den Wagen und fuhr den Weg wieder hinauf, voller Stolz, dem Kiepenkerl nicht auf den Leim gegangen zu sein. Als er an Wilbur vorbeifuhr, rief er: Du hast mich vom rechten Weg verwiesen, aber hier geht's doch nach Groenhaag. Und er ließ die Peitsche knallen, dass die beiden Zwergenponys Trammer anzog. Ja, nur weiter, ich schlaf grad so gut. Nach einer Weile gelangte der Krämer an eine Klamm zu steil und schmal für seinen Wagen. Er stieg vom Bock und fluchte gar. Ach, fluchte gar. Da kam just Wilbur des Wegs, und als er zu Fuße der steilen Pfad betrat, da konnte er sich nicht verkneifen. Wenn ich sage, es geht hier nicht nach Groenhaag, dann hab ich für euch mitgedacht, sprach er und ging pfeifend seiner Wege. Eine vortreffliche Geschichte, Bredo. Ich fühle mich zum ersten Mal seit langem wieder richtig ausgeruht. Wenn du ein Kerl wie Wilbur bist, dann wird es mir eine Ehre sein, mit dir Geschäfte zu machen. Bei Arvis, schön ist es, einen Zuhörer mit Geduld zu finden. Entschuldige, Bredo, aber ich muss leider weiter. Ach, weil du mir noch einen Gefallen tun wirst, Demoram, Leerstelle, Komma, Sohn des Auram. Was denn für einen Gefallen, Bredo? Oh ja, ich habe wunde Füße vom vielen Laufen. Ich werde trotzdem die ganze Zeit, wenn du hier bist, im Dorf auf und ab gehen und so viele Kilometer, wie ich da hinter mich lege, hätte ich auch eigentlich selber zum See gehen können, aber war mir egal.
Wollte eigentlich am Bärensee ein paar Einbeeren pflücken. Daraus kann man prima Einbeerensaft machen. Klar, hol ich dir die Einbeerenbredo, springt dabei auch was für mich raus. Aber natürlich, ich gebe dir 2 Dukaten, wenn du mir 10 Einbeeren bringst. Die wachsen direkt am See unter den Bäumen und sind wirklich einfach durchkeimen. Das ist richtig viel Geld. Und ich musste mir den ganzen Scheiß anhören, obwohl ich dafür eigentlich überhaupt keine Geduld habe. Aber sonst hätte er mir die Quest nicht gegeben. Ja, ist ja gut, ich gehe ja schon. Also wirklich. Also man kann zum Beispiel auch hier stehen und sich die Gespräche anhören. Aber ich will nicht. Ich will nicht. Hier ist eine Alchemistin. Das ist nämlich... Oh, fällt mir gerade was ein. Wir müssten ja mal vielleicht hier die Dings hinmachen. Die Armbrust, damit wir das mal haben. Die Spitzhacke nehmen wir mal als Nahkampfwaffe, falls uns die Bolzen ausgehen. Hier, der rennt jetzt übrigens immer noch hoch und runter. Was man hier natürlich immer machen sollte, ist... Hajugit, genau. Die, oh, mehr Bolzen. Die Fässer aufmachen. Und ignoriert mich einfach, dass ich hier einfach wie von der Hummel angestochen mit so einer Spitzhacke rumrenne und eure Fässer kaputt mache. Die mir überhaupt nicht gehören, sondern die hier rumstehen und wahrscheinlich mitgebracht wurden von den Leuten, die hier warten. Aber, Pech gehabt. Hier vorne waren, glaube ich, irgendwo noch welche. Also, man sieht, wie oft ich dieses Spiel schon gespielt habe, dass ich von fast jedem verdammten Fass weiß, wo es ist. Also, ich bin mir ziemlich sicher, es gibt wahrscheinlich ein paar Sachen, die habe ich auch noch nicht entdeckt, aber wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viele. Hier oben sind jetzt so grüne Punkte und da werde ich auch mal ein bisschen auf die Jagd gehen, nur ganz kurz. Nicht allzu lang. Hier gibt es nämlich immer... Die zeigen dir nämlich den Standort an von Pflanzen, die man ernten kann. Hier zum Beispiel haben wir einen Einbeerenstrauch, der sehr schön aussieht. Und da wird auf Pflanzenkunde gewürfelt. Kann man hier einschalten übrigens. Aha, ich habe 2 Stück. Sieht man... So, die Fliege, was? Okay. Also hier ist die, hier ist quasi so die Konsole. Hier sieht man alles, was passiert ist, was die Leute sprechen. Oder auch hier, Pflanzenkunde. Ich habe 7, erschwert 3, also habe ich noch 4 übrig. Ich habe auf Klugheit 7 gewürfelt, Intuition 9, Fingerfertigkeit 16. Ist nur ein THP übrig geblieben. Und damit habe ich 2 Einbeeren bekommen. Zum Bleistift. Hier war doch... Sag mal... Hier ist Wirselkraut. Ja. Ja. Das geht, glaube ich, richtig einfach. Dann haben wir hier auch noch Einbeeren. Die sind immer nützlich zu haben. Also auch nicht... also Bredo bringt ein... 6 Stück. Wie habe ich ihn jetzt gewürfelt? 13, 1, 9. Sehr schön. Nicht nur, wenn Bredo danach fragt. Also für Pflanzenkunde, muss ich sagen, bringt es echt was, wenn man ein bisschen rausscrollt. Die sind sowieso schwer zu sehen. Vor allem, wenn man Zwerg ist. Die sind aber echt nützlich zu haben. Und ich... mache eigentlich auch immer so, dass ich den Charakteren, die Pflanzenkunde können, auch eigentlich immer Alchemie beibringe, weil ich dann einfach die Einbeersäfte machen kann, Heiltränke und so weiter und so fort. Man braucht die einfach. Bei dem Spiel ist es nicht so gut, wenn man so hundertprozentig Charakter ausspielt, muss ich sagen. Was wünscht ihr von der alten Auralia? Ein Pferd. Was wohl? Das kann man bei dir lernen. Alchemie. Ist aber jetzt noch ein bisschen schlecht. Ich habe nämlich noch keine 10 Dukaten. Pflanzenkunde kann ich schon und ich bin kein Magier, das heißt Balsam und Flimflam kann ich eh nicht machen. Tüttüm. Das heißt, ich kann jetzt auch mit meinen Einbeeren vorerst noch nichts machen. Ich glaube, ich brauche auch irgendwie 10 Beeren für einen Trank oder so. Also es ist gar nicht mal so ergiebig, der ganze Mist. Wir sehen jetzt hier, ist die... Moment. Hier haben wir ja unsere... Ne. Hier haben wir unsere Queste, Dingsbums. So, die ist gerade aktiv. Und da steht dieser Runkel Börsenhauer, den seine Eltern richtig gehasst haben müssen. Und dachten, sie müssen es ihm nicht erzählen. Sie geben ihm einfach diesen Namen und er merkt das vielleicht schon irgendwie. Und er ist auch prompt Dieb geworden. Ja. Das kommt dann von das. Was? Wer seid ihr in Fexens Namen? Versteckt ihr euch vor jemand? Ich aber nicht doch. Ich bin Naturkundler und halte nach goldenen Gänsen Ausschau. Aha. Ja, dann will nicht stören. Okay. Lächeln und winken. Nee. Was? Wer da? Aha. Ich suche in Selinas Auftrag nach ihrem Geliebten. Seid ihr Runkel Börsenhauer?
Was? Nein, ich meine, ja. Aber mit dem Diebstahl des Diadems habe ich nichts zu tun. Das mag stimmen, ansonsten hättet ihr euch schon lange aus dem Staub gemacht. Ich habe Klugheit 14. Ich dachte nur, dass ihr vielleicht eine Idee habt, wo Dranoror frei zu finden sein könnte. Ja, vielleicht. Vorhin war ein merkwürdiger Kerl bei einer Tanzdarbietung Salinas. Er ließ die Frau nicht aus den Augen. Aber als alle ihre Augen auf ihrem hübschen Körper hatten, auf ihren hübschen Titten hatten, war sein Blick nur auf das Diadem gerichtet, was ich echt komisch fand. Wahrscheinlich war der schwul. Den Blick kenne ich genau. Sicherlich merkwürdig, dass der schwul war, aber wie soll uns das bei der Suche nach Dranor helfen? Meint ihr, der mysteriöse schwule Fremde steckt hinter dem Diebstahl? Nicht unbedingt, aber er sprach nach der Vorstellung mit Dranor rohrfrei und es sah für mich danach aus, als ob er ihm bedroht hat. Ihm gedroht so. Dranor rohrfrei ist ein ehrbarer Schurke, er würde seine Geliebte niemals bestehlen. Ich denke, wenn Dranor rohrfrei ist, war, hat der Fremde gewiss damit zu tun. Was meint ihr, wo könnte Dranor rohrfrei jetzt sein? Im Abfluss. Der Fremde steckt mit dieser Mörderbande unter einer Decke. Findet diese Halunken und ihr findet Dranor, verlasst euch drauf. Wo aber die Kerle ihr Versteck haben könnten, solltet ihr den Wirt vom scharfen Wert... Den Wirt vom scharfen Wert, ja. Das heißt, die scharfes Wert. Ich habe gerade das Restaurant oder die Taverne umbenannt, weil es ja nicht sein kann, dass ich mich verlese. Fragen. Er kennt sich in dieser Gegend aus wie kein anderer. Vielleicht hat er eine Idee. Hoffentlich findet ihr den schwulen Burschen. Durch die Verdächtigung Salinas kann ich keinen Schritt tun, ohne dass ich von den wachenden Leuten hier argwöhnisch beäugt werde, weil alle denken, ich bin auch schwul. Ohne jemanden, der sich hier frei bewegen kann, ist unser Auftrag wohl gescheitert. Was für ein Auftrag? Ach, warum verplapper ich mich bloß immer bei solchen Dingen? Ach, was soll's. Ich und Dranor Rohrfrei wollten der Diebesgilde in Ferdok beitreten. Es geht um eine Art Aufnahmeprüfung. Deswegen sind wir eigentlich hier. Ja, ja, vielleicht kann ich euch hier helfen. Was genau sind das für Aufgaben? Das Komische ist, dass man den immer anbieten kann zu helfen, auch wenn zum Beispiel man, weiß nicht, Krieger ist oder sowas und den eigentlich jetzt kaputt hauen müsste. Das würdet ihr wirklich tun? Ja, so gut, hör zu. Es sind insgesamt 3 Aufgaben, doch ihr müsstet über ein besonderes Fingergeschick verfügen, das ich nicht habe. Deshalb bin ich mit Rano hierher gekommen, er ist der geborene Langfinger. Das sollte kein Problem darstellen. Was muss ich tun? Wunderbar. Nun zu den 3 Aufgaben. Es sind wie gesagt die Rat 3, aber kennt euch nur die erste. Sie wird uns zu den folgenden beiden führen. Es ist eine Schnitzeljagd. Plus ein bisschen schwerer. Ich check's nicht so ganz. Sie lautet, finde die Truhe beim Avis-Schrein und bemächtige dich ihres Inhalts. Okay, dann. Ich muss gerade mal gucken, ob der schon Schlösser knacken kann oder noch nicht. Jetzt müsste ich das... Nein, kann er nicht. Das heißt, wir müssen erst Drano holen und dann können wir diese ganze Questreihe machen. Das ist ein bisschen bitter. Gut. Ich würde hier jetzt, glaube ich, erstmal aufhören. Das dauert echt lang, wenn man das gründlich macht, schon den Anfang, meine Güte. Und ja, wir gucken uns dann Avestreu, dieses kleine Dörfchen, nächstes Mal an. Ich spiele nämlich schon wieder über eine halbe Stunde. Okay. Das muss ich mir auch noch abgewöhnen. Aber gut. Bis dann.